herzlich willkommen bei Brettballett. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt 1, 2, 3 Minuten Fazit. Mein Format, wo ich euch über die Spiele erzähle, die ich in den letzten 1-2 Wochen gezockt habe. Wie ist mein aktuelles Fazit dazu? Es kommen mit Sicherheit auch immer mal wieder Spiele vor, die ich schon mal gespielt habe und schon mal vorgestellt habe. Und da gehe ich aber trotzdem immer noch mal drauf ein und gebe mein aktuelles Fazit ab, weil ihr kennt das selber, je nach Partie und wie oft man es gespielt hat, kann sich seine Meinung auch immer mal noch mal ein bisschen verändern. Meistens zwar nicht riesig, aber man entdeckt immer noch mal neue Facetten oder stellt plötzlich fest, na, die erste Euphorie, die ist verflogen. Ich bin vielleicht doch nicht so begeistert, wie ich das gedacht hätte. Das kann sich immer mal ändern. Deshalb, wenn Spiele mehrfach auf den Tisch kommen, will ich euch das ja auch nicht vorenthalten. Ansonsten werde ich bei jedem Spiel eine Bewertung dazu abgeben. Die habe ich relativ einfach nach dem Boardgame-Geek-Ranking gehalten. Von 0 bis 10 gibt es bei Boardgame. Kann man bei Boardgame-Geek eigentlich eine 0 geben? Das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall sagen wir jetzt einfach mal 1 bis 10, damit ihr da eine Einordnung habt. Boardgame-Geek werden die meisten von euch mit Sicherheit kennen. Und dann habt ihr in etwa eine Tendenz, die, ja, die ganz gut angibt, wo es hingeht. So, wie gesagt, ein paar Spiele wurden gespielt. Nicht lang schnacken, Spiel im Nacken, nein, Quatsch. Wir fangen mal an mit dem ersten Spiel. Und das ist ein Spiel, was ich jetzt zuletzt häufiger schon mal vorgestellt habe. Und jetzt hier auch nochmal, es kam wieder auf den Tisch. Wolfurion. Wolfurion ist ein Deckbilder, der im Mystea-Universum spielt. Mystea, auch im Brettspiel von Tabula. Games heißen sie, glaube ich. Ja, steht doch hier drauf. Tabula Games, ja. Hat er recht gehabt, der Sven. Und das ist, wie gesagt, ein Deckbilder, sehr ähnlich einem Hero Realms oder Shards of Infinity. Hier ist einfach nur noch mal ein Drache drin. Das ist wieder so ein Kickstarter-Extra. Den braucht man nicht. Den gibt es eigentlich auch in der wunderbaren, netten, charmanten Holzversion. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil das Spiel ist so klein, dass man es super mit in den Urlaub nehmen kann. Und da reicht, wenn man das dabei hat. Das ist zwar nett, aber das reicht vollkommen aus und macht das Reisegepäck ein bisschen leichter. Was ich bei diesem Spiel wirklich richtig gut finde und was uns begeistert hat. Wir haben Hero Realms inzwischen natürlich auch schon sehr, sehr, sehr viel gespielt, sodass das sich vielleicht auch ein bisschen schon abgespielt hat. Aber es ist halt hier auch natürlich, man kämpft gegen den anderen Hero Realms oder Shards of Infinity. Das ist alles so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen Magic-Style. Ein Kämpfer, Magier, Schrägstrich, Held, whatever, kämpft gegen den anderen und muss die Lebenspunkte runterkloppen. Was Wolfurion macht, ist, dass ich zwar auch, das ist ein reines Zweierspiel, gegen meinen Gegner kämpfe, allerdings hat jeder drei Städte und das Spiel ist erst dann verloren, wenn diese drei Städte zerstört sind. Und das bringt nochmal eine ganz andere taktische Tiefe. Ansonsten funktioniert es wirklich fast 1:1 wie Hero Realms. Ich habe halt quasi meine Ressourcen, damit ich habe Karten auslegen, von denen so eine Art Marketplace, von dem jeder etwas kaufen kann. Dadurch baut er sein Deck auf, wird stärker. Aber diese Komponente mit den Städten, und diese Städte kann ich auch noch befestigen und da kann ich dann auch noch Gebäude reinbauen, die dafür sorgen, dass die Stadt halt mehr Ressourcen produziert. Das bringt durch diese Kleinigkeit so eine taktische Finesse rein. Das ist fantastisch. Und es gibt da noch als neutrale Komponente den Drachen und die Drachenhöhle. So, und die kann ich nutzen, um den Drachen meinen Gegner auf den Hals zu hetzen, der dann eventuell die Stadt zerstört. Umgekehrt natürlich genauso. Ich kann aber auch versuchen, den Drachen zu besiegen in seiner Höhle und habe die Höhle dann als neue Stadt. Das stärkt mich dann auch nochmal enorm. Wenn eine Stadt von mir zerstört ist, kann ich sie durch viele Ressourcen aber auch wieder reparieren, sodass ich dann wieder zurückkomme ein bisschen. Also wirklich viele, viele taktische Feinheiten, die das Spiel für mich tatsächlich besser als in Hero Realms machen, weil es einfach viel mehr zu erleben gibt und viel mehr zu tun gibt, worauf ich so ein bisschen achten muss. Richtig, richtig gut. Wolfurion, also ist jetzt unser liebster aufs Maul Helden Fresse, whatever, Deckbilder, der auf jeden Fall auch wieder mit in den nächsten Urlaub kommt. Kriegt von mir definitiv 8 von 10 Punkten. Warum nur 8 von 10 Punkten? Es ist am Ende, ist es halt ein reiner Zweier-Deckbilder, wo man trotz den verschiedenen Möglichkeiten natürlich immer dasselbe macht. So, Karten kaufen, dem anderen zwar auf seinen Städten aufs Maul geben.
es erfindet das Genre jetzt nicht neu. Und es macht Dinge anders und die macht es gut anders. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist so ein exorbitantes Spiel, dass das alles wegbläst. Also wie gesagt, 8 von 10 ist schon eine gute Bewertung. Ich weiß, es gibt immer Diskussionen, wann gebe ich eine 9, wann gebe ich eine 10. Ich werde vielleicht mal ein kleines Video dazu machen, wie ich persönlich das definiere. Das ist ja auch immer subjektiv. Ich meine, so ist es immer. Ich teste hier keine Waschmaschinen oder ähnliches, wo ich sagen kann, hier also nach 371 Waschgängen hat die dann aber angefangen und der Stromverbrauch ist aber exorbitant, nicht A+. Das ist einfacher bei Spielen, aber es ist auch bei Musik und whatever. Das ist immer subjektiv. Deshalb, ich sage halt auch immer, ich orientiere mich da ein bisschen am Boardgame Geek und da seht ihr ja, Spiele, die wirklich sehr, sehr gut sind, die sind dann auch irgendwo im Bereich 8, 8,5, 9er Spiele sieht man dann tatsächlich ja auch da eher selten. Also daran versuche ich mich zu orientieren. Wie gesagt, ein bisschen ist es auch ehrlich gesagt immer ein Bauchgefühl, um euch aber zumindest halt irgendwie eine kleine Einordnung zu geben. Also nagelt mich nicht drauf fest, warum ein Spiel meine 8 und keine 8,5 hat. Wie gesagt, am Ende gehört auch mal ein bisschen Bauchgefühl dazu und das ist natürlich immer subjektiv. So viel dazu. So, dann kam bei mir auf den Tisch. Zwei Spiele, die ein Spiel geworden sind, und zwar die Century-Reihe. Und ich habe zwar alle drei Teile, es gibt noch Century Easter Wonders, aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das Einser, das ist das Century Spice Road, ist für mich ein super angenehmes Gateway-Game. Ich spiele es sowohl mit vielen Spielern immer mal wieder gerne, als aber auch mit wenig Spielern, weil es einfach Spaß macht. Und da ist jetzt auf Englisch der dritte Teil und der letzte Teil erschienen, Century, a New World. Und der bringt halt noch einen Worker-Placement-Mechanismus mit rein. Und wir haben uns dann auch gedacht, okay, man kann auch alle drei Teile miteinander vermischen. Das war uns aber ein bisschen zu viel jetzt zum Anfang und haben gesagt, Menschen, alle drei, ob das jetzt vielleicht nicht ein bisschen too much ist, lass uns da einfach mal eins und drei vermischen. Und das hat hervorragend geklappt. Das hat enorm Spaß gemacht, weil wir haben mit dem Century Spice Road haben wir den Mechanismus, wo wir uns unsere Handelsroute aufbauen, während wir mit Century in New World den Worker Placement Mechanismus haben, weil wir die Welt oder die Region hier kolonisieren, gucken müssen, wie kriegen wir welche Ressourcen. Der Clou, was wirklich von der Interaktion her sehr, sehr nett ist, wenn ich mich auf ein Feld stelle, ich habe meine Arbeiter, mit denen ich da drauf gehe, die haben Mindestkosten, die Felder, je nach Ressource oder Aktion oder was ich kaufen kann. Wenn ich da mit meinen Arbeitern draufgehe, dann sind die aus meinem Vorrat erstmal weg. Die bekomme ich theoretisch nur wieder, wenn ich raste. Oder angenommen, ein Feld kostet zwei Arbeiter, ich setze zwei Arbeiter drauf und ein anderer Spieler möchte diese Ressource oder diese Aktion dann haben, dann muss der ein Arbeiter mehr draufstellen, als der draufsteht. Und in dem Moment bekomme ich meine Arbeiter zurück. Also auch so habe ich die Möglichkeit, meine Arbeiter zurückzubekommen und kann mir dann genau überlegen, naja, wie schaut es denn aus, was kann ich tun und muss ich rasten? Rasten ist dann eine Art, eine Runde aussetzen. Das funktioniert wirklich hervorragend, auch hiermit dann, dass ich hiermit meine Trade Route aufbauen kann, was dafür sorgen kann, dass ich Ressourcen wieder günstiger tauschen kann. Das hat echt Spaß gemacht. Was mich ein bisschen bei der ganzen Sache stört, ist, dass es ein Tacken zu lang ist. Ich habe irgendwann das Gefühl, dass ich immer nur dasselbe mache. Ich weiß eigentlich schon, was ich 3 Runden später machen möchte oder worauf ich hinaus will. Aber ich brauche diese 3 Runden, wodurch sich das Ganze ein bisschen zieht. Also gerade so Richtung Endgame habe ich das Gefühl, dass das Spiel da ein bisschen langwierig wird. Und ja, vielleicht, ja, eine halbe Stunde zu lang ist. Wir haben es, glaube ich, ungefähr 2, 2,5 Stunden gespielt. Gut, war jetzt auch die erste Partie, wo man beide miteinander kombiniert. Also da bin ich noch ein bisschen unsicher. Wir haben es jetzt auch erst einmal gespielt. Deshalb kann ich da auch noch kein abschließendes Urteil geben. Es ist sowieso immer schwer. Spaß hat es aber gemacht. Ich würde dem aktuell eine 7 von 10 geben, weil es sich, wie gesagt, zum Schluss bisschen zieht. Trotzdem finde ich gerade die Kombination zwischen dem Einser und dem Dreier sehr, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt dann in naher Zukunft auch mal probieren, alle drei, also auch noch mit den Easter Wonders, das dazu zu kombinieren und dann mal gucken, was es dann ausmacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es sich da vielleicht noch mehr zieht, aber vielleicht vertue ich mich auch komplett und es komplettiert das Ganze in Perfektion.
Weiß ich ja nicht. Also mal gucken. Lob auf jeden Fall an A New World. Es soll auch, glaube ich, zu Essen auf Deutsch erscheinen. Was wirklich sehr, sehr gut gemacht ist, es sind, ich glaube, 5 oder 6 richtig cool übersichtliche Sheets mit der Anleitung drin, wie ich jegliche Variation kombinieren kann. Spiel 1 mit 3, Spiel 3 mit 2. Alle drei miteinander, also das ist super übersichtlich, richtig gut gemacht, also von daher, da kommt man schnell rein und es macht es einem echt einfach, also von daher, ja, hat Spaß gemacht. So, was leider keinen Spaß gemacht hat, wir haben zu dritt gespielt und haben uns dann noch gedacht, so, jetzt noch einen kleinen Absacker, jetzt noch was Kurzes hinterher und dann haben wir Trick and Trouble gespielt. Trick and Trouble ist ein Spiel, ein Stichspiel, was nur für 3 Personen ist, also genau 3 Spieler, steht auch hier hinten drauf und das Spiel sagt von sich selber, dass es eine Hommage sein soll an die Adventures, an die alten LucasArts Adventures wie Monkey Island und Manic Mansion, Zack McCracken, was ich liebe, das ist meine Kindheit und Jugend. Und ja, das hat mich da schon total überzeugt, wo ich gedacht habe, boah, geil, das ist ja genau das, worauf ich Bock habe. Stichspiele, ja, ist okay, spiele ich immer mal gerne, ist jetzt nicht mein liebstes Genre, aber wir haben gesagt, Mensch, als Absacker kannst du nicht viel mit verkehrt machen. Ah, leider doch. Also ich habe mehrere Probleme. Zum einen ist das ein Stichspiel, was kooperativ ist. Kooperativ, wir haben 3 Farben, es werden eine Art Mission ausgelegt und wir müssen halt, die haben gewisse Wertigkeiten, die bis, ich glaube, 40, 50 oder sowas hochgehen. Unsere Karten haben Werte von 3 bis 9, glaube ich, kann aber auch niedrigere geben. Es gibt 3 verschiedene Farben. Wenn man eine Farbe spielt, muss der andere dieselbe Farbe spielen. Wenn nicht, ist er flexibler. Es gibt auch Karten, die haben 2 Farben drauf. Und ja, es ist komplett kooperativ, aber wir dürfen nicht miteinander reden. Das fand ich schon mal so ein bisschen, ja, schön. Da habe ich jetzt ein kooperatives Spiel, aber ich darf nicht reden. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit, da irgendwas zu umschreiben oder sowas. Nee, es ist nicht erlaubt. Und ja, man kann zwar irgendwie so ein bisschen Zeichen geben, aber ja, es ist irgendwie noch weder Fisch noch Fleisch. Was mich dann noch mehr enttäuscht hat, ich habe mir so ein bisschen erhofft, naja, gut, wenn es jetzt selbst mechanisch nicht so 100% toll ist, dann trägt es das Thema vielleicht so ein bisschen, dass es da Spaß macht. Ich meine, Zack McCracken, Manic Mansion, und da gibt es ja richtig tolle Sachen. Und dann hat das Spiel dann auch so Sachen drauf wie das Kettensägen-Benzin. Wo ich gesagt habe, geil, da geht mein Herz auf, so aus den alten Manic Mansion und Zack McCracken dieser Welt. Und dann guckt man sich die Karten an und denkt sich, ja, das ist alles, das sieht ja nämlich so aus, dann haben wir hier eine Karte, da steht drauf Kettensägenbenzin als Wort und ja, das war's dann. So irgendwie so schemenhaft Benzin angedeutet, aha, ja, schön. Das rostige Schlüsselloch, ja, irgendwie ein Schlüsselloch kann man da irgendwo erahnen. Hm, wow, super. Ah, die Scherzmaske, schön, toll. Also, ja, ich würde jetzt gern lachen, aber irgendwie ist die Karte dann doch so, ja, ich deute was an und das Thema kommt nicht. Es kommt null durch und ja, also wir haben alle gesagt so, nee, das kann sich gern hinter dem Lama anstellen, was ja bei uns auch nicht gezündet hat, aber Trick and Trouble, definitiv nicht. Als Stichspiel, ja, wer wirklich ein großer Fan von Stichspielen ist und sagt, hey, genau für 3 Spieler, ja, vielleicht habt ihr Spaß damit, wir hatten es nicht. Deshalb sage ich mal, weil es genau für 3 Spieler ist, gibt es wohlwollende 3 von 10 Punkte von mir. Das war leider nichts, sorry. So, dann haben wir noch einen Absacker gespielt, der dann doch ein wenig witziger war und das ist Dead Man's Draw. Worum geht's? Wir sind Piraten. Und wir müssen halt Schätze sammeln. Es gibt Karten mit 6, 7 und 8 verschiedenen Symbolen. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Und diese Symbole machen Dinge. Die Kanone sorgt dafür, dass ich halt von einem Gegner einen Schatz kaputt schießen kann. Der Säbel sorgt dafür, dass ich den höchsten Schatz
klauen kann und bei mir in die Auslage packt. Es gibt Karten, ein Orakel, damit kann ich gucken, was als nächstes kommt. Und der Clou ist, es ist so ein bisschen so eine Art Pokern für sich selbst, denn man deckt immer Karten auf und weiter auf und die haben halt Punktwerte zwischen 2 und 8 müsste es sein. Ich glaube, die Meerjungfrau hat sogar 9. Und ich kann so lange aufdecken, wie ich will und kann das auch alles nehmen, aber wenn ich dieselbe Symbol zweimal aufdecke, dann ja, hat es leider nicht geklappt und meine Schätze sind versunken. Und das geht schneller, als man denkt, wenn man zu gierig ist. Und jede Karte, die ich aber aufdecke, der Effekt wird ausgeführt, wie sind die Kanonen oder was auch immer. Und da kann man schon ein bisschen taktieren. Und das Spiel ist dadurch gemein interaktiv, weil man klaut immer hin und her und man versucht, dem anderen einen reinzuwürgen. Und das ist schon sehr, sehr witzig. Ist es anspruchsvoll? Auf gar keinen Fall. Es ist ein witziger Absacker, den man auch mit nicht vielen Spielern spielen kann. Aber aus der Sicht der Dinge macht das Ding wirklich Spaß, wenn man abends auf der Terrasse sitzt und sagt, Mensch, wir wollen jetzt einfach was Schnelles, wo man auch nebenbei ein Fläschchen Bier oder ein Glas Wein trinken kann. Also aus der Sicht der Dinge ist es wirklich ein witziges Teil und hat von mir aus der, also wenn ich aus der Warte beurteile, ist es für mich eine gute 7,5. Ich glaube, das ist sogar auch relativ nah dem dran, was es bei Boardgame Geek hat. Und als kleiner Absacker im Garten an einem lauen Sommerabend macht Dead Man's Draw wirklich Spaß. Also das hat uns richtig gut gefallen und hat für viele Lacher gesorgt. So, dann komme ich jetzt mal mit einem Highlight, was endlich mal wieder bei mir auf den Tisch kam. Und zwar Blood Rage. Blood Rage ist für mich ein Spiel, was so den Anfang gemacht hat von Cool Mini or Not, einer der ersten richtig erfolgreichen Kickstarter von Cool Mini or Not, Blood Rage. Wir sind Wikinger auf dem Weg nach Valhalla. Ragnarök ist coming und bevor die Welt untergeht über 3 Zeitalter, müssen wir versuchen, die meisten Runenpunkte zu sammeln, um in Valhalla der einflussreichste Wikinger-Clan zu sein. Und das machen wir über verschiedene Möglichkeiten. In jeder Runde werden Karten gedraftet. Wir müssen halt über einen Area-Control-Mechanismus müssen wir halt versuchen, den meisten Einfluss zu haben, indem wir uns ordentlich auf die Mütze geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Über Karten, über Monster, die wir rekrutieren können und die sich unseren Truppen anschließen. In der Mitte ist ein neutrales Gebiet, das aber auch die meisten Punkte und Zeugs gibt, wenn man es am Ende hat. Aber natürlich, dadurch, dass es in der Mitte ist und man von überall rein kann, ist es natürlich auch immer hart umkämpft. Und ich muss sagen, ich liebe Blood Rage. Blood Rage ist für mich persönlich immer noch das beste Cool Mini or Not Spiel und das ist ein Spiel, das könnte ich auch wöchentlich auf den Tisch bekommen. Es macht mega Spaß, es hat so viele Möglichkeiten, es sieht cool aus und ich finde es grandios. Ich finde es wirklich grandios. Jetzt zu Gen Con wurde auch der dritte Teil, man kann schon sagen, der Reihe angekündigt. Es gibt Rising Sun, ist ja der zweite Teil. Der dritte Teil, ich habe den Namen jetzt vergessen, der Kickstarter kommt noch und es soll im alten Ägypten spielen. Bin ich auch gespannt. Ich mag Rising Sun auch, aber ich finde es trotzdem noch meilenweit von Blood Rage entfernt. Da muss ich einfach sagen, das ist Liebe. Toll, ich mag es unheimlich gerne. Und hier gebe ich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge eine 9,5, weil das ist für mich nah dran an dem perfekten Spiel. Das perfekte Spiel gibt es nicht, aber ein perfektes Spiel ist nah dran für mich das, was ich immer wieder gerne spielen möchte und das auch gerne alle 2 Wochen und nicht alle 3-4 Monate mal. Und da ist Blood Rage für mich ganz weit vorne dabei und grandios. Also ist für mich ein absolutes Highlight. So, und dann sind wir fischen gegangen. Das neue Spiel vom Spielefable Verlag, Freshwater Fly. Worum geht es? Wir sind Angler und was müssen wir tun? Ratet mal. Fische angeln. Und das machen wir im Endeffekt über eine Art Dice-Drafting. Wir würfeln am Anfang immer und die Würfel, geben im Endeffekt alle Aktionen an. Die geben an, in welcher Reihe ich angeln kann und mir einen Fisch holen kann. Die geben an, ich habe meine Angelrolle, um die Angel einzurollen. Wie nennt man das? Gibt es Angler unter euch? Wie nennt man das, wenn ich die Angelschnur einziehe? Gibt es bestimmt einen Fachbegriff, oder? Schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Und wie gesagt, das mache ich über die Würfel. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich muss im Endeffekt Fische fangen, darüber generiere ich Siegpunkte.
Ich kann über diese Fische eine Art Set Collection bilden. Ich kann aber auch über Sonderziele auch noch Siegpunkte machen. Darum geht es am Ende des Spiels. Wer als erstes 7 Fische hat, der, dann ist das Spiel vorbei. Und dann, wer die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und was ich bei dem Ding unheimlich gut finde, was ich schon mal, was mich total gereizt hat, ich habe selber nie geangelt. Hatte ich irgendwie nie den Bezug zu. Ich kannte jetzt aber auch niemanden im Bekannten- oder Freundeskreis, der geangelt hat. Aber ich finde das Thema wirklich cool. Das ist ein unverbrauchtes Thema, es ist mal ein anderes Thema. Und es ist auch einfach super rübergebracht, denn ich muss versuchen, erstmal den Fisch zu bekommen. Wenn ich den Fisch an der Angel habe, dann muss ich halt versuchen, ihn eben auch einzurollen. Und das ist auch ganz witzig gemacht mit dem Spielertableau. Das drehe ich dann wirklich und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also das Spiel macht echt Spaß. Was mich ein bisschen stört dabei. Ein zentraler Mechanismus ist, wenn ich mir einen Fisch aussuche, dann muss ich versuchen, den zu fangen. Es gibt 4 Karten und diese 4 Karten, die legen fest, beißt der Fisch an oder nicht. So, und von diesen 4 Karten ist nur eine einzige dabei, wo der Fisch anbeißt. Ja, mag sein, dass das schwer ist. Und ich kann bei meinem ersten Wurf, also beim ersten Köder, den ich auswerfe, kann ich nur eine ziehen. Ich kann natürlich mit Finesse, kann ich da nochmal eine zweite ziehen, kann es ein bisschen pushen, aber in der Regel kann ich nur eine ziehen. Das ist bei 4 Karten, wo nur eine funktioniert, eine niedrige Chance. So, dann, wenn ich das nicht schaffe, ist das Spiel aber so fair, dann treibt meine Schnur weiter und ich kann zumindest aus einer Reihe vorher nochmal einen anderen Fisch und kann dann 2 ziehen. Wenn ich das nicht schaffe, auch nochmal 2, habe ich eine 50% Chance. Macht es für mich aber ein Stück weit unplanbar, was prinzipiell okay ist, aber ich mag den Mechanismus nicht. Also, sonst gefällt mir das Spiel richtig gut. Ich habe da echt Spaß mit gehabt. Aber dieser eine Mechanismus mit den 4 Karten, wo nur eine zum Fang führt, zum Biss führt, der fühlt sich irgendwie unrund an. Also, das hätte man irgendwie anders oder besser lösen können. Ich könnte es jetzt auch nicht sagen, wie man es hätte lösen können, aber ach, so richtig hat mich der Mechanismus da nicht umgehauen. Obwohl Freshwater Fly wirklich sonst ein echt cooles Spiel ist. Und was es noch hat, das muss auch gesagt werden, ich betone es immer wieder, ich bin selber gar kein Solospieler, aber es hat einen Solo-Modus und ich habe es in der Anleitung gesehen, der sieht echt umfangreich und cool aus. Also da sind wirklich mehrere Seiten Solo-Kampagne drin, die man spielen kann. Und das, glaube ich, da werden Solospieler echt ihren Spaß dran haben. Lasse ich jetzt mal diesen einen Anbeißmechanismus raus, der mich jetzt nicht so ganz überzeugt hat, dann ist es trotzdem ein richtig gutes Spiel. Tolles Material, unverbrauchtes, cooles Thema. Und da bewege ich mich jetzt wirklich so weit und sage, trotz der Kritik ist es für mich tatsächlich eine 7,5, weil es sonst rundum Spaß macht, rundum einfach coole Möglichkeiten bietet und einfach ein Thema hat, was es so noch nicht gab. Also da Freshwater Fly wirklich eine verdiente 7,5. Das wird es aber auch bleiben. Höher wird es da definitiv nicht mehr gehen. Da habe ich der Mechanismus, wie gesagt, mit dem Anbeißen einfach zu sehr. Der ärgert mich einfach. Der ärgert mich, weil er mir irgendwie nicht gefällt, weil er sich unrund anfühlt. Also von daher, ja nun, ihr kennt das. So, dann haben wir noch 2 Spiele, die ich euch zeigen möchte. Ich war auf Dienstreise und hatte einen Abend Zeit und habe mir gedacht, na, Mensch, was machst du denn da? Ich war in Düsseldorf und habe dann einfach mal geguckt über diverse Facebook-Gruppen, gibt es irgendwie vielleicht so eine Art Brettspieltreff in Düsseldorf war ich. Und tatsächlich gab es da auch was oder gibt es etwas von Brettspielen Düsseldorf. Oliver, schöne Grüße, die regelmäßig Brettspiel-Stammtische machen. Und kurz mit ihm geschrieben und wie der Zufall das wollte, war hier an einem Montag da, wo sie auch einen Stammtisch hatten, total cool. Und ja, dann bin ich vorbeigegangen und wir haben was gespielt. Und ich kam an, war in einem Düsseldorfer Brauhaus. Die hatten hinten so einen kleinen Raum gemietet, dass man auch ein bisschen unter sich war und es ruhiger war. Und waren um die 25 bis 30 Leute da. Coole Atmosphäre, die Leute hatten Bock zu spielen. Es waren einige Spiele dabei. Und ich hatte dann auch im Vorfeld geguckt, was da so ein bisschen liegt. Und da lag dann ein Spiel, das ich jetzt mit Sicherheit wieder falsch ausspreche. Und das ist Trois, Treu. Wir nennen es jetzt einfach mal Treues. Treues. Ist ein treues Spiel. Einige von euch wissen bestimmt, wie es ausgesprochen wird. Ich weiß es leider nicht. Und das ist ein Spiel, was ich jetzt schon seit knapp, noch gar nicht so lange, einem halben Jahr hier habe, weil ich ganz, ganz viele Leute kenne, die total davon begeistert sind. Und irgendwie habe ich es bisher nie geschafft, mich in den Regeln einzulesen. Ich weiß nicht, irgendwie haben die Regeln auch, die haben mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Ich habe kein Problem damit, irgendwie aufwendige Regeln zu lesen, aber das war irgendwie, ich weiß es gar nicht, irgendwie
hat sich nicht ergeben. Naja, und das Spiel war da und ein hervorragender Spieleerklärer, dessen Namen ich wieder vergessen habe, sieh es mir nach, mein Namensgedächtnis. Und dann kamen noch zwei Leute dazu, die auch Bock auf das Spiel hatten und er hat es hervorragend erklärt. Nennen wir jetzt mal Andreas, kann es sein, dass du ein Andreas warst? Du schreibst es mir bestimmt in den Kommentaren und wirst mich auch schön finden, dass ich deinen Namen wieder vergessen habe. Aber du hast die Regeln super erklärt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das war super, weil ich habe mich tierisch gefreut, dass mir das jemand erklärt hat. Und das ist im Endeffekt ja so ein bisschen Mischung Area Control, Dice Placer. Wir müssen halt die Stadt aufbauen, müssen an der Kathedrale bauen, müssen dabei aber auch ein bisschen Krieg führen, was man so im mittelalterlichen Frankreich gemacht hat. Spielt er bestimmt in Frankreich oder garantiert spielt es in Frankreich. Bin überzeugt von. Und geiles Spiel. Ich bin echt begeistert, wie fantastisch verzahnt die Mechaniken sind, was ich alles machen kann. Ich habe verschiedene farbige Würfel. Würfel bekomme ich darüber, in welche Bereiche ich meine Arbeiter setze. Ich habe am Anfang aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitern. Die kann ich mit Einfluss kaufen. So, dann habe ich irgendwann meinen Würfelpool, der in meinen Teil der Stadt liegt, wo man sich denkt, super, den kann ich jetzt nutzen. Jetzt kommt aber der Clou, alle anderen Spieler können diesen auch nutzen, müssen mir dafür aber Geld bezahlen, weil A, die Würfel haben Farben, B, die haben Augenzahlen und ja, je höher die sind, umso besser meistens, manchmal vielleicht aber auch nicht, je nachdem, was man vorhat. Und also ich habe erstmal dann schon mal diese Variante, Farben des Würfels, Augenzahl der Würfel. In meinem Bereich kostet mich nichts, kann ich nutzen, aber wenn andere den haben wollen, dann zahlen sie mir Gold dafür. Und das kann manchmal fies sein, dass man sich denkt, ich will nicht, dass die mir Gold zahlen, so gut es auch sein mag, aber ich brauche diesen Würfel und dann ist er plötzlich weg und dann muss ich versuchen, bei dem anderen einen wegzugreifen. Aber verdammt, ich habe nicht genügend Gold, um das zu tun. Und es hat so viele Möglichkeiten. Es wird gekämpft. Und wenn ich kämpfe, nehmen alle an den Kämpfen teil. Also ich kann auch mich komplett verkalkulieren und dann ist dieser Kampf vorbei und die Kampfkarte bekommt der andere Spieler und ich stehe da und denke mir, scheiße, jetzt habe ich da meine Ressourcen reingesetzt und darauf geplant und das ist weg, verdammt. Man zieht verdeckte Aufgabenkarten am Anfang. Eine, die fürs ganze Spiel gilt. Der Clou bei der ganzen Sache ist, ich kann sie mir ansehen, sie ist verdeckt, aber sie gilt für alle Spieler. Die wissen es zwar nicht, worauf sie gerade gehen, aber es kann halt sein, dass zufällig, ohne dass er es weiß, ein anderer Spieler auf dasselbe gerade baut oder sammelt, wie meine verdeckte Karte das hat. Und ich denke mir, verdammt, also super viele Möglichkeiten. Es macht derbe Spaß. Also richtig, richtig gut. Ich will es auf jeden Fall jetzt, wo es mir erklärt worden ist, in nächster Zeit mit meiner Spielrunde nochmal spielen. Ein paar Sachen waren mir noch ein bisschen unklar. Es gibt halt Karten, die neue Aktionen reinbringen. Da gibt es verschiedenste von, die nicht alle immer komplett im Spiel sind, sondern die werden random ins Spiel reingemischt. Und ja, es ist so, dass es bei jedem Spiel anders ist. Also da muss ich auch nochmal das Spiel mindestens 2, 3, 4 Mal spielen, um zu sehen, was gibt es da noch alles, wie verändert ist das Spiel, was ist noch möglich. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten noch, wo ich aber total Bock drauf habe. Deshalb, Treues kriegt von mir jetzt eine 8,5, weil geiles Spiel, macht wirklich Spaß. Ich bin nochmal gespannt, was die anderen Karten bringen. Bleibt es gebalanced? Bleibt die Interaktion so in dem Rahmen? Gibt es Karten, die das Ganze vielleicht ein bisschen aushebeln? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, weil ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl bei den Dingen. Also eine 8,5 definitiv was, wo ich sage, ja, richtig, richtig geil. Hat Bock gemacht und freue ich mich drauf, wenn das jetzt bei uns auch auf den Tisch kommt, da ich jetzt die Regeln kenne. Wunderbar. So, das waren meine Spiele, meine Tops und naja, ein kleiner Flop war ja dabei. Trotzdem hat Spaß gemacht, einiges zu spielen. Was habt ihr gespielt? Was war bei euch auf dem Tisch? Wie seht ihr die Spiele hier? Was habt ihr davon schon gespielt? Wo sagt ihr, Mensch, das sehe ich komplett anders als du? Ich sagte es ja am Anfang, Spielen ist immer auch subjektiv und das ist gut so, dass die Meinungen da auseinandergehen. Macht das Ganze ja auch bunt und vernünftig. In diesem Sinne, habt eine verspielte Woche. Ich freue mich, wenn ihr gerne einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo, falls noch nicht passiert. Auch das ist wunderbar. Ansonsten sage ich, macht's gut, ciao, bis bald und tschüss.